Hallo und herzlich willkommen bei Frau Janik probiert's aus, probier's auch. Und heute probiere ich was richtig Geniales mit nur zwei Zutaten. Und zwar machen wir heute Spaghetti Carbonara, aber mal anders. Und zwar nicht auf die klassische Variante, sondern wirklich ganz einfach. Und vor allem vegan wird es heute sein und auch noch gesund. Und vor allem für richtig, richtig faule Kochtage, wenn man einfach keine Lust hat, aber ein bisschen was Warmes essen möchte und trotzdem noch einigermaßen gesund. Und das ist richtig genial und das müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Und für eure vegane Carbonara braucht ihr eben nur zwei Zutaten und das sind folgende. Und zwar einmal eine reife Avocado, richtig schön reif und lecker muss die sein. Und ihr braucht dieses Salz hier und zwar heißt es Kalanamak. Das ist ein Steinsalz und schmeckt eben nach Ei. Und beides zusammen ergibt die Konsistenz von einem Ei und hier diesen Geschmack. Und verrückterweise, also es schmeckt wirklich wie ein echtes Ei. Es ist schon wirklich verrückt. Und deshalb müsst ihr das einfach schon mal ausprobieren, um es einfach mal ausprobiert zu haben. Also ich war sehr begeistert davon. Also wenn ihr mal ein Ei, ein veganes Ei basteln wollt, braucht ihr die beiden Sachen. Und heute machen wir eben vegane Carbonara. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Und als allererstes müssen wir schauen, dass wir eine reife Avocado auch im Laden finden. Und dafür gibt es einige Tipps. Und zwar müsst ihr immer schauen hier mit dem Drucktest, wenn die nachgibt, dann heißt es, dass sie reif ist. Das ist schon mal das Erste. Und eine reife Avocado, die riecht, ihr müsst also darin riechen, eine unreife riecht nicht. Dann gibt es noch einen Trick und zwar hier drinnen hat diesen Strunk und den könnt ihr so rausnehmen und wenn der ungefähr so gelblich-grünlich leuchtet, dann ist sie reif. Achtung, wenn sie braun ist, dann kann es sein, dass sie innen schon nicht mehr gut ist, dass sie innen dann auch braun ist und schon anfängt zu faulen. Also das ist ein weiterer Test, den ihr machen könnt. Und so wisst ihr dann, dass eure Avocado schön weich ist. Denn nur wenn sie weich ist, schmeckt sie auch richtig gut. So schön buttrig und nussig und eben nicht dann, wenn sie hart ist, dann hat sie keinen Geschmack und schmeckt nach nichts. Und da kann man leicht dann abgeschreckt sein von Avocados und denken, nicht lecker. Und wir brauchen vor allem auch eine weiche, weil wir ja die zur Carbonara verarbeiten. Und als erstes schneiden wir erstmal die Avocado auf. Und dafür nehme ich mir hier ein scharfes Messer und halbiere die erst einmal. Und dann könnt ihr die Avocado einfach so auftreten. Jetzt kommt es natürlich darauf an, wie viel ihr isst, wie groß eure Portion ist. Eventuell reicht euch eine Hälfte oder ihr braucht halt dann die ganze Avocado. Kommt natürlich auch darauf an, wie groß eure Avocado ist. Wenn ihr diesen Stein hier entfernen wollt, dann bitte macht nicht diesen Fehler und nehmt es so in die Hand und haut einfach mal mit dem Messer drauf. Da können Unfälle passieren, habe ich schon gesehen im Fernsehen. Also das heißt, legt es wirklich auf den Tisch und haut dann erst rein, nicht dass noch ein Unfall passiert. Und dann wird das Ganze einfach grob mit der Gabel zerdrückt. Als nächstes gebe ich dann ein bisschen von dem Kalanamak-Salz drauf, gebe erstmal weniger hinzu und dann eventuell ein bisschen mehr. Da schaut ihr am besten einfach auf den Geschmack. So, und jetzt habe ich noch Dinkel-Vollkorn-Spaghetti abgekocht. Die liebe ich. Ich esse immer sowas. Ich esse eigentlich keine Weizen-Nudeln mehr oder so, sondern immer nur, wenn dann Vollkorn oder halt Dinkel-Vollkorn. Und wenn man sich dann irgendwann dran gewöhnt hat, ist das eigentlich ganz normal und die sind halt super gesund und auch super lecker, finde ich. Ja, und so ist das Ganze jetzt schon fertig und ihr könnt loslegen zu essen. Am besten gleich, solange die Nudeln natürlich noch warm sind, denn durch die Soße kühlt das Ganze ja wieder ein bisschen ab. Jetzt könnt ihr abschmecken, ob ihr genug von dem Kalanamak drin habt oder nicht. Dann gebt ihr noch ein bisschen drauf und dann könnt ihr es so schon essen. Und wenn ihr natürlich noch was Spezielles drauf haben möchtet, in meinem letzten Video habe ich euch ja gezeigt, wie man veganen Parmesan herstellt. Und den habe ich ja jetzt hier und den können wir noch oben drauf geben. Und dann habt ihr super einfach gemachte, leckere Pasta in 0, nix und auch noch gesund. Carbonara. Also richtig, richtig lecker. Müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Abonniert meinen Kanal, das ist ja gratis, falls ihr das noch nicht gemacht habt, damit ihr immer die neuesten Rezepte erhält.
Und wie immer freue ich mich über Feedback von euch, ob hier auf YouTube, auf meinem Blog. Da findet ihr auch wie immer natürlich die Mengenangaben, ganz wichtig, www.fraujanik.com. Oder auf Instagram könnt ihr mir Fotos schicken, da geht das nämlich am einfachsten und da am besten unter dem Hashtag Fraujanik, dass ich das sehen kann, oder @Fraujanik, und ich freue mich jedes Mal riesig. Natürlich findet ihr auch meine Rezepte auf Pinterest, da könnt ihr euch die auf eure Pinnwand pinnen, damit ihr immer Inspirationen habt, was ihr denn als nächstes kochen sollt. So, ich freue mich schon, das jetzt hier aufzuessen. Davon natürlich wie immer Fotos machen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Einen schönen Tag und wir sehen uns das nächste Mal hier wieder. Tschüss, eure Frau Jannik. Oh,